Hallo, willkommen zu einem Homeworld 3 Multiplayer. Das ist auf jeden Fall dieses Kriegsspiel, das ist Multiplayer. Die bieten im Moment nur PvE an bei Multiplayer. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt einen finde. Ich wollte jetzt den höheren Schwierigkeitsgrad, aber ich glaube, da sind noch keine Leute drin. Sonst muss ich gleich mal umstellen auf den einfachen wieder. Ja, was macht man da? Man hat halt vier Spieler, jeder hat seine eigene Flotte. Und zusammen kriegt man halt immer wieder eine Mission. Da kommen Gegner, knallen sie die ab, ne, und sammeln sie zwischendurch Ressourcen. Und dann kann man zur nächsten Mission übergehen. Also PvE, ne? Einfach Welle um Welle verteidigen und die Flotte vergrößern regelmäßig. PvP scheint es noch nicht zu geben. Ich habe es eben beim Custom-Game versucht einzustellen, aber nichts dafür gefunden. Wahrscheinlich ist das für die Demo noch nicht geplant, was ein bisschen schade ist, weil die. Also die KI ist halt nicht ganz so clever, ja. Die kommt einfach piecemeal auf euch zu und dann ballert ihr die ab, war mein Eindruck. Aber ich zeige euch trotzdem mal, wie der Raumkampf aussieht. Er ist auf jeden Fall nicht verkehrt, um die Steuerung ein bisschen flüssiger zu lernen, weil die ja, ne, ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber. Man kommt da, glaube ich, auch irgendwie hinterher. Der Clou des Spiels wird wahrscheinlich später wirklich mit den Story-Elementen und alles sein. Vielleicht wird auch PvP dann eher Spaß machen. Muss man sich mal überraschen lassen. In jedem Fall, ich zeige euch erstmal das Gameplay, falls ich einen Spieler finde. Ah, wir haben Gegner gefunden, Mitspieler gefunden. Da steht diese Flotte. Also, man kann eine andere Anfangsflotte haben. Das macht, glaube ich, nicht so viel. Und hier kann man einfach die Flotte, sein eigenes Schiff nochmal anmalen, wenn man möchte, und ein anderes Symbol machen. Ne? Das geht. So, die haben zwar jetzt drei angezeigt, aber ich glaube, es geht so schnell. Eben haben die auch drei angezeigt, dann waren es dann trotzdem vier gewesen am Schluss. Genau, Artefakte, die bringen Boni für die Flotte. Und eigentlich teamspielmäßig wäre jetzt wahrscheinlich ganz clever, wenn man jetzt jeder sich spezialisiert auf irgendeinen Gegnertyp, man dann, ne, eben die entsprechend angreift. So, da die anderen Flotten. Erscheinen aber diesmal nur. Ah, da hinten ist noch ein dritter. Also diesmal sind wir wohl nur wirklich zu dritt. Okay, ja, dann geht's jetzt los. Man räumt jetzt erstmal das Zeug da unten weg und dann geht man eben da looten sozusagen. Kann man da eigentlich durchgucken so? Okay, dann müssen wir das mit der Kamera so machen. Ich guck mal, dass ich meinen Träger einfach ein bisschen tanken lasse am Anfang. Dass die immer um den Träger sind. Bin ich gerade dahin geschickt? Bewegst du dich? Wir fliegen, ne? Genau, der fliegt ja in die Richtung. Ist manchmal nicht so klar zu sehen, wenn die so langsam sind, hat er ja keinen richtigen Schweif hinter sich. Und die fliegen halt die ganze Zeit dabei. Und sobald der halt tot ist, da hinten, genau, geht das jetzt aufsammeln, die Ressourcen. Da ist eine neue Flotte hingespawnt. Die Rohstoffschiffe hätte ich jetzt nicht vorgeschickt als mein Mitspieler. Aber jeder, wie er möchte. Alles klar, dann können wir den ja schon mal zum Rohstoffen schicken. Kriegt man mit, falls was passiert. Genau, wir fliegen einfach dem hinterher und dann gucken, dass wir die Rohstoffe mal hinschicken. Ja, muss man ein bisschen den Überblick bewahren, von wo die kommen, aber wahrscheinlich nur von vorne. Ne? Also, ich sehe jetzt hier erstmal nichts. Wie gesagt, ich baue jetzt mit Absicht auch keine neuen Schiffe, weil ich einfach nicht weiß, was wir brauchen nachher. Oder was die Mitspieler halt haben. Also ich kann schon mal die Rohstoffschiffe zumindest bauen. Hier vorne kann man die Flotte verbessern, wenn man möchte, nachher, wenn man Artefakte gefunden hat. Da muss ich nochmal gleich gucken, wie das genau geht. Ansonsten gehen wir mal gerade auf den Träger. Und leider da drauf klicken. Okay. Ja, also ich würde jetzt einfach mal Abfangjäger und ein paar Bomber holen. Ne? Also die beiden ein bisschen mischen und dann mal gegen alles irgendwas. Und danach können wir ein Reparaturschiff überlegen, obwohl die können ja auch bei dem zwischenlanden zur Reparatur. Rohstoffschiffe könnte man jetzt auch noch bauen. Man kann bis zu drei Stück haben. Ich habe eins, ne? Also ich könnte noch zwei dabei packen, kann ich gleich mal holen. Aber wir würden nicht um dieselben Rohstoffe erstmal schlagen. Also das macht hier, glaube ich, keinen Sinn, bevor wir nicht mehr Felder geklärt haben. So, mein Trägerschiffchen. Der hält sehr viel Abstand. Da vorne. Das macht, glaube ich, keinen großen Sinn. Fliegt mal in die Richtung. Also wir müssen jetzt einfach die nächsten Sachen klären da hinten. Keep the area clear of enemy vessels until salvage operations are complete.
Genau. Also die sammeln jetzt da alle. Ne? Das sind jetzt die Sammelschiffe von meinem Mitspieler und von mir zum Teil. Die sammeln es jetzt einmal frei. Wir müssen mal gucken, dass wir die beschützen, falls da hier eine Gruppe mal hinfliegt. Sieht es erstmal nicht so aus, dass sie das vorhaben. Ich schicke jetzt mal meine Flotte da oben hin. Das wäre eine große Armee. Haltung neutral ist okay. Formation. Mauer. Linie, dann haben die nämlich in zweiter Reihe. Die, ne, dann gucken die halt, dass da vorne die kleinen Schiffe sind und hinter die fragilen Schiffe. Also vorne die ein bisschen tankier sind. Zumindest verstehe ich das so. Wir werden es gleich sehen, ob es funktioniert. So, jetzt großer Angriff da oben. Da hinten ist schon eine Angriffskorvette. Und los geht der Raumkampf. Versorgungslimit erreicht. Den kriegen wir noch gleich. Also das sind gut Kampfjäger auf jeden Fall. Und dann kann man das ja oben gleich ausschlachten. Flotte mal dahin bringen. 30 Schiffe. Ja, ich kläre aber das nächste schon, ne? Das ist jetzt, glaube ich, kein großer Kampf. Hier unten hin. Und dann den Träger. Hier würde ich ihn fliegen. Die Rohstoffschiffe einfach auf Autosammeln machen. Und in den nächsten Punkt fliegen die anderen hier oben. So, meine Flotte ist da unten am Kämpfen. Ich glaube, ich könnte mich da übernommen haben. Aber wir sind jetzt in zweit da, ne? Also, hätte jetzt fast schon. Ich vermute mal, dass meine Bomber nicht besonders viel machen in diesen Raumkämpfen. Ich kenne mich noch nicht gut mit den Sachen aus, so eine Plasma-Korvette. Was schickt man halt dagegen jetzt, ne? Das ist meine Abfangjäger. Die machen Mutschaden offensichtlich. Und das sind meine Aufklärer. Genau, hier sind meine Bomber. Einheitenwaffe, Einheitendaten. Gibt leider nicht so viele Infos. Also er scheint gar nichts zu machen, der Bomber. Sehr gut. Das sind die Neugebauten wahrscheinlich. Da habe ich den richtigen erwischt. Das ist ja nicht so gut. Boah, der Träger ist echt super schweinelangsam, ne? Ich hole mal die Flotte zurück da vorne hin. Dann können die auch reparieren, die Schiffe, die angeschlagen sind. Dann sind ja ein paar kaputt von denen. Hier sind ja irgendwie so Half-Life hier, eine ganze Menge von denen. Wenn man die reinnimmt, werden die meines Wissens repariert. Dann können wir die gleich nochmal starten lassen. So, meine Ressourcensammler. Genau, jetzt guckt man in die Röhre. Sammelst du? Ich glaube, die starten diese kleinen Schiffchen, die ihr hier vorne seht, und dann fliegen die immer hier vorne rein. Oder rammen die in dem Falle. Und dann, upsala, dann bringen die hier die Ressourcen hin. Na, da liegen ja noch genug. Also wir schlachten das jetzt erstmal weiter aus. Na, da kommt jetzt gut was zusammen. Hier landen wir jetzt alle zwischen. Die Idee, wie gesagt, die zu reparieren. Man kann, glaube ich, nicht sagen, dass nur die Beschädigten rein sollen. Wüsste zumindest nicht wie. Genau. Also da gehen sie jetzt rein und dann kommen sie auf der anderen Seite wieder raus. Und dann scheinen sie ja cool live zu sein, ne? Hier mal gucken. Also das ist quasi eine Reparatur. Landen. Irgendwie schwierig. Dann starten die wieder. Ich sehe die gar nicht richtig starten. Ach, die kommen da vorne raus aus dem anderen Loch, ne? Genau. Ja, zack. Also reparieren auf jeden Fall die Flotte. Soweit ist das schon richtig. Und schlachten nebenbei aus. Wir können schon mal den nächsten Punkt anfliegen. Gerade mal gucken, was die Verbündeten machen, ob die Hilfe brauchen. Der da vorne ist noch ein Fighten. Der steht da unten fast nur. Ich glaube, wir können einfach weiter vorrücken, oder? Ja, da hinten sind jetzt Plasma-Korvetten. Das ist natürlich die Frage, was dagegen gut ist. Also 800 Lebenspunkte hat die Plasma-Korvette. Wenn ich jetzt einfach bei uns mal so eine Flächenbombe anklicke, 600. Also wahrscheinlich ist der nicht besonders gut dagegen. Wir können ja gleich auch mal so Fregatten bauen. Groß, stark gegen große, langsame Gegner. Das ist halt nichts, ne? Stark gegen nichts ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Der pariert halt, aber das haben wir ja schon. Stark gegen Jäger und Formationen.
Mach gegen Gegner mit Einzelschaden und hoher Reichweite. Ich brauche einfach mal ein paar von denen. Also zumindest einen Auftrag geben. Und ansonsten springen wir mal die Flotte jetzt hier hin. Da ist der ganze Schwarm. Der fliegt ja wieder eh den ganzen Tag spazieren, ne? Genau, da unten sind die Geschützfregatten meines Mitspielers. Lass mal da aushelfen. Jäger ist in der Ziele, vielleicht eine Priorität anvisieren sollte. Wir kommen, die Kavallerie naht. Ich krieg die auf die Fresse. Wir sind auch da. Die Kavallerie naht. Aber bam, bam, bam. Sehr schön. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob sich lohnt, vielleicht die Bomber rauszunehmen oder größere Schiffe sind. Im Moment sieht es so aus, dass die Korvetten gar nicht sind. Ich könnte einfach mal die Bombe rausnehmen. Aufklärung, ich kein Mensch mehr. Da, das ist eine Lenkfregatte. Lenkraketenfregatte klingt so, als ob die halt gut gegen Großkampfschiffe ist, also gegen die von meinem Mitspieler. Da ist unser Träger. Raumkampf tot. Wir fliegen mal einfach rein in die Action, oder? Ne? War das richtig? Ups, da ist bei dem Angriffsbrigante. Ich habe schon ein bisschen Schaden genommen, muss man sagen. Also gleich schicke ich mal die Abfangjäger zum, oh, ich möchte zum Schutz schicken, kann man nicht denen sagen, dass sie das beschützen sollen, genau, bewachen des Schiffes. Und meine Angriffsbomber hier vorne, schicken wir mal gezielt auf einen in der Nähe des Schiffes. Die Maus, da läuft sie, keine Übersichtsprobleme. Da. Okay, die Bomber sind weg. Ich verliere so ein bisschen den Überblick hier leider. Ich weiß halt auch nicht, wer jetzt an mir den meisten Schaden macht. Also ich habe jetzt den Gleitschutz erstmal angemacht, dass ich in der Fahrt bleibe. Dass halt meine Jäger sich darum kümmern hier vorne. So, wir haben offensichtlich alle Gegner kaputt gemacht und könnten jetzt, ich habe diese Artefakte, ne? Können die Sachen halt verbessern. Tanker. Abfangjägerschaden verbessern. Die Zenker sind die Abfangjäger. Bleiben wir bei den Zenkern. Okay. Aber wir haben die Mission wohl geschafft. Also da hat jemand auf diesen Connect jetzt gedrückt und jetzt würde die nächste Mission kommen. Also eine Übersicht, das dauert auf jeden Fall ein bisschen, bis man die Übersicht raus hat. Vor allem, wenn dann auf einmal die Debris, also diese Ruinen vor einer Linse waren. Mit Space kann man nochmal eine andere Übersicht anmachen. Ich zeige das vielleicht gleich nochmal. Und ja, also wahrscheinlich muss man irgendwie eine Perspektive immer finden, damit man die Übersicht bei dem Raumkampf behält. Und dann natürlich die Einheiten steuern. Also ich hatte jetzt die Bomber an einem geschwadert mit den Abfangjägern, auch wenn ich die Linienformation versucht hatte, dass sie in zweiter Reihe waren. Aber das hat ja auch nicht geklappt, die waren ja sofort tot. Allerdings sind die erst im großen Umfang gestorben, als ich die Abfangjäger zurück zum Träger beordert hatte. Ne? Vorher haben die ja tatsächlich überlebt. Also von da klappt das wahrscheinlich ein bisschen, dass die Aggro ziehen. Müsste man ausprobieren. Ja, also ich habe das jetzt schon zum zweiten Mal gemacht und es scheint immer danach, lädt sich halt irgendwie tot. Ich vermute mal, dass nicht alle connecten oder so danach. Aber so können wir auf jeden Fall die Einzelmissionen machen. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Und die... ja, und bei den anderen habe ich noch keine Spieler gefunden, wenn ich in der Suche war. Muss man mal gucken. Also ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn man das im Discord mit Buddy spielt, dass das schon Spaß machen kann, gerade wenn der Schwierigkeitsgrad höher ist. Ja, da muss man sich gegenseitig aushelfen, schnell die richtigen Viecher holen und alles. Da kann, glaube ich, eine Menge Spaß aufkommen. Ich werde das heute Abend nochmal mit Jungs versuchen. Und das dann nochmal vielleicht hochladen, dann gibt es auch noch eine Map. Und dann gucken wir mal, dass wir da noch lustige Spielchen hinbekommen. In dem Sinne, ciao, ciao.